So, hallo, heute möchte ich euch eine Übung zeigen, welche uns hilft, unsere beiden Gehirnhälften miteinander optimal zu verbinden. Und diese Übung hat noch mehr Prioritäten. Es aktiviert auch unsere Chakren. Es aktiviert auch unsere Denkvermögen. Es verhilft uns auch besser und schneller zu denken. Es ist eine sehr einfache Übung in meinen Augen, aber immer wieder mal, wenn ich in Seminaren das zeige, viele verstehen es nicht gleich. Diese Übung könnt ihr auch finden in meinem Buch Geistiges Heilen, aber einmal gezeigt ist es viel besser als vielmal auf Papier erklärt. Dazu brauchen wir unsere Hände. Wir stellen unsere Zeigefinger zum Daumen. So. Dann stellen wir andere Daumen zum anderen Zeigefinger. Es entsteht so, ja, so ein Ding. Und jetzt drehen wir hin und her praktisch, also abwechselnd mit Daumen und Zeigefinger, ja, so rum. Das nenne ich jetzt Däumchen drehen. Und wenn ich das tue, passiert sehr vieles in unserem energetischen System. Gerade diese zwei Finger, die aktivieren obere Chakren, Himmelschakra, Kronenchakra, unsere Ohrenchakra, drittes Augechakra, also alles so im Kopfbereich. Ja, man kann viel schneller das machen. So sieht es aus. Also immer wieder mal. Daumen und Zeigefinger bleiben dran. Also wir springen nicht so. Also manchen springen dann immer wieder mal. Wir springen nicht. Wir bleiben immer in Verbindung mit dem Körper. Und wenn wir das gut können, dann können wir Fingerwechsel. Das heißt, wir nehmen unsere Mittelfinger, legen zu Daumen, andere Mittelfinger auch zu Daumen. Und wir machen das gleiche. Drehende Bewegungen und drehen unsere Däumchen weiter. Hier aktivieren wir unsere Halschakra, unsere Herzchakra, unsere Ellbogen, Schulterchakren, alles hier so Brust-, Schulterbereich. Danach geht es weiter. Daumen und Ringfinger, Daumen, Ringfinger. Und das sieht genauso aus. Drehen wir Däumchen, aktivieren unsere Chakren im Bereich Solarplexus, auch Sakralchakra. Stärken unser Immunsystem dabei, unsere Willenskraft. Danach geht es weiter. Kleinfinger, Daumen, Kleinfinger, Daumen. Das gleiche Spielchen, nur hier. Das sind untere Chakren wie Wurzelchakra, Kniechakra, Hüfte, ja, Fußchakren und Erdchakra. So, also haben wir praktisch die ganze Chakren bearbeitet. Auch alle Nebenchakren sind daran beteiligt, fertig. Und zum Schluss nehmen wir unsere Hände so und reiben unsere Nägel aneinander. So, dabei entsteht so eine Musik. Und dadurch aktivieren wir praktisch diese ganze Kanal in uns. Ja, verbinden uns ganz. Also diese Prana-Kanal. Ich habe die Information, dass es auch sehr gut für Haarwachstum hilft. Also wer Haarwachstum verbessern möchte, dann auf jeden Fall jeden Tag so reiben aneinander. Und man kann diese Übungen immer zwischendurch machen, wenn man zum Beispiel auf etwas wartet, im Zug. Ja, im Gespräch oder was auch immer, auf jeden Fall empfehle ich diese Übung
durchzuführen, bevor wir auch geistig uns irgendwie beschäftigen vor einer Meditation oder vor einer Sitzung. Wenn wir therapeutisch arbeiten, das ist sehr gut. Es hilft auch Kinder, sich besser zu konzentrieren. Also praktisch alle Themen werden dabei angesprochen. Unsere Gesundheit, unser Erfolg, unsere Beziehungen, alle Themen, alle Lebensthemen sind dadurch drin. Also viel Spaß damit und tschüss.